Bist du bereit? Ja, Mann! Sag noch lauter! Ja! Ich bin der, der dich fickt, Mann! Das ist Kingston! Er gehört zu mir! Also gehört er auch zu uns! Wedding Tigers, das ist meine Gang! Türken, Araber, Kurden, die sind alle hier eine Familie. Willkommen im Wedding, Habibi! Woher kommst du? Aus Göttingen hergezogen. Ich bin Kingstar. Kingstar? Der ist gar nicht mein Typ. Kingstar! Stimmt es, dass ihr ein Juwelier überfallen wollt? Der Jude Lier. Ihr wisst doch ganz genau, dass die Juden das meiste Geld auf der Welt haben. Warum glaubst du nicht an Gott? Was bringt es, wenn wir in die Moschee gehen und zu Gott beten und am nächsten Tag verprügeln wieder irgendwelche Leute? Was stimmt doch nicht mit dir, Dicker? Was hast du für ein Geheimnis? Hauptsache, du bist kein dreckiger Jude. Hab ich Locken oder was, Mann? Wieso werden Juden gehasst? Und wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Es ist egal, wo du auf dieser Welt bist. Wenn man sagt, dass man Jude ist, wird man immer anders angesehen. Er ist ein Lügner. Willst du einen Juden in der Familie haben? Wir verlieren unser Gesicht. Religion bleibt Religion. Mein Liebe, ist Religion scheißegal. Es gibt einen Grund, warum meine Eltern aus dem Iran geflüchtet sind. Es gibt doch das Sprichwort, ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Herzlich willkommen zu dieser Trailer-Analyse. Auf diesem Kanal gibt es Trailer-Analysen speziell aus Perspektive von Trailer-Editoren, Trailer-Fans. Und wir springen nachher gleich in die Timeline rein und analysieren das Teil im Detail. Aber erst will ich was loswerden. Und zwar bin ich besonders froh, dass ich jetzt diesen Trailer analysieren kann, dass es diesen Film überhaupt gibt, ein nasser Hund. Weil ich wusste gar nicht, dass die Geschichte von Arye verfilmt wurde. Ich bin mit Arye auf Facebook befreundet und folge immer seinen Posts. Und da nimmt er öfter mal Bezug auf seine Jugend in Berlin. Vor allem im Zusammenhang mit Themen, wo ihm vielleicht Kritiker, irgendwie Intoleranz oder irgendwas vorwerfen, und dann kann er immer sagen, hey, du kennst mich ja überhaupt nicht. Und jetzt muss er eigentlich nur noch sagen, schaut euch den Film an. Das finde ich geil. Und jetzt schauen wir uns den Trailer an, und zwar ganz im Detail. Zur Übersicht, hier drüber habe ich die Titel gelegt. Das ist natürlich hier so eine ganz vereinfachte Übersicht, aber es gibt schon mal Anhaltspunkte, wie der Trailer gemacht ist. Hier diese drei Adjustment Layers, die stehen für die Musik. Es sind hier drei verschiedene Musiken, auch drei komplett verschiedene Musiken. Das funktioniert sogar in dem Trailer, so wie der gemacht ist. Und diese roten Markierungen, das sind die Breaks in der Musik. Die sind ganz wichtig und die sind hier auch sehr gut gemacht. Allgemein kann ich sagen, dass jetzt der Trailer so gut funktioniert, nicht unbedingt wegen den Sachen, die ich hier hervorgehoben habe, sondern weil der Trailer-Editor stand hier vor einer ganz schwierigen Aufgabe und hat die mega gut gelöst. Da kommen so viele Themen vor, da wird so viel angeschnitten. Also eben hier diese Gangs mit Gewalt, Religionen, verschiedene Religionen, Nationalitäten. Sogar romantisch wird es hier. Der Glaube kommt vor. Und hier hinten kommt es noch mal viel präsenter vor, der jüdische Glaube. Und man ist nach diesem Trailer so nah bei der Hauptperson, dass man, ja, es ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Und das kann man hier gar nicht so bildlich darstellen. Jeder einzelne O-Ton ist am richtigen Platz und es gibt keinen O-Ton zu viel oder zu wenig. Was man dem Trailer ein bisschen vorwerfen könnte, ich finde das jetzt nicht, dass er ein bisschen viel verrät, weil ich glaube, in dem Film kommt noch ganz viel mehr vor. Aber es verrät natürlich schon sehr, sehr viel in diesen 1,5 Minuten oder 1 Minute 37 ist der Trailer. Er ist richtig kurzweilig. Aber starten wir doch, oder schauen wir kurz die Typos an. Also wir haben hier das Logo und kommen mit so Flashframes rüber ins Bewegtbild. Und hier arbeiten sie mit so Standbildern, die sich aber bewegen. Da kommen die Typos rein. Diese Mechanik zieht sich dann durch den ganzen Trailer. Und hinten auch.
mit den Farben auch. Hier sogar übernommen im Bewegtbild. Das zu den Typos, die Musiken, die schauen wir uns gleich an, aber wir können jetzt gleich mal schnell die Breaks durchgehen. Warum machen wir das überhaupt? Breaks sind für einen Trailer mega relevant, weil sie eben hier zum Beispiel Musiken aufhören lassen können und damit eine neue starten kann. Hier auch, hier sieht man, dass zwei Breaks am Ende der Musiken sind und zwischendurch haben wir auch noch einen. Das bringt einfach so Dynamik rein und Spannung. Das ist kein richtiger Break, das ist einfach so ein Beat in der Musik. Ich habe es aber trotzdem mal als Break genommen, weil es einfach hier auch eben viel Dynamik reinbringt. Also gehört er auch zu uns. Hier. Also gehört er auch zu uns. Hier ist der Break eigentlich ein bisschen früher, weil also gehört er auch zu uns steht frei. Gehört er auch zu uns. Und der Schlag hier, Handschlag ist da dazwischen, dann geht's wieder los. Und hier ist eigentlich ein recht, ja, das ist eigentlich ein bisschen ein ekelhafter Break, weil er da das Messer reinrammt. Und willkommen im Wedding. Und dann mit diesem Uhr Wedding, Habibi. Kommt der O-Ton und steht da ein bisschen frei, Wedding, Habibi. Damit da die neue Musik anfangen kann. Und hier die Musik, die hört interessant auf, auch mit einem Bild quasi. Im Bild begründet, indem er hier die Schachtel zuklappt und das ist natürlich mega symbolbehaftet auch. Was stimmt doch nicht mit dir, Digga? Das war schon, hier hinten kommen dann gar keine Breaks mehr. Jetzt schauen wir kurz die Musiken, einfach hier vorne sind wir direkt drin mit diesem Hip-Hop-Track und hier ist auch gute Laune, urban natürlich, jung. Und eben auch genau der richtige Ort, um die Romantik ein bisschen reinzubringen. Und eben erstaunlicherweise nimmt dann der Trailer noch diesen Turn, indem er in die Tiefe geht und so eine Ernsthaftigkeit reinbringt. Es gibt einen Grund, warum meine Eltern aus dem Iran geflüchtet sind. Richtig gut. Jetzt schauen wir mal noch so ein paar Details an. Also wir kommen aus dem Schwarz, schöne langsame Aufblende über mehrere Bilder sogar. Genau, wir haben auch überall so recht prägnante Sounds. Das Brain hier und das Messer habe ich schon gesagt. Das ist geil hier. Was stimmt doch nicht mit dir, Dicker? Was hast du für ein Geheimnis? Warum sag ich, du bist kein dreckiger Jude? So, und die Schlüsselszene quasi von dem Trailer, die steht auch frei hier. Geheimnis, warum sag ich, im hinteren Drittel. Warum sag ich, du bist kein dreckiger Jude? Hab ich Schlocken oder was, Mann? Wieso wir einen Jude hassen? Eben ganz prägnante Sounds. Wieso wir? Mit dem Messer hier. Ja, auch interessant ist hier der Vater und Sohn am Schluss das Endbild bekommen. Das Sprichwort einer Sohn ist besser als ein Trockenende. Und dass der Filmtitel genannt wird, kurz bevor. Ist besser als ein Trockenende. Kurz bevor der Titel zu sehen ist. Das ist alles wunderbar gemacht. Ja, das war's auch schon für diese Trailer-Analyse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut euch unbedingt den Film an. Ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann. Ciao.